Willkommen zum Q&A mit Leo Bieger zum Thema Hat mich Gott vergessen? Leo, danke, bist du da? Gern geschehen. Hey, es ist jedes Mal wieder einfach spannend, damit zu verfolgen, was so eine Predigt auslöst. Das Erste, was kam, ist einfach Frage ist, du hast so von diesem Bund gesprochen. Jetzt, für jemanden, der zu Hause ist, wie kann ich dann zu diesem Bund mit Jesus anfangen? Der Abraham, der wurde ja einfach ausgewählt. Der hat das nicht so, ich möchte. Pick me. Genau, also es beginnt ja mal erstens mal da, wo ich mal zu Jesus Ja sage, mache ich mal grundsätzlich schon mal eine Partnerschaft. Aber dann ein Bundeszeichen ist interessant, ist eigentlich die Taufe. Und die Taufe wird oft ein bisschen so unterbewertet bei uns Christen. Also ich kann mich dann auch mal noch taufen lassen. Aber die Bibel sagt, es sind eigentlich zwei Zeichen, die ich mache. Jedes Mal, wenn ich das Abendmahl einnehme, bekenne ich diesen Bund. Es ist ein Bundesbekenntnis, was Gott gemacht hat im Alten Testament. Und die Taufe ist auch ein Bundeszeichen, dass ich vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt zu diesem Bund auch Ja sage. Es ist nicht so, dass ich nichts machen kann. Man kann schon Dinge unternehmen. Aber ist jetzt die Taufe jetzt, würde ich sagen, ja, dann muss ich die Taufe machen, sonst habe ich den Bund nicht. Oder ist nicht das einfach das Zeichen? Oder wie würdest du das einstufen? Ja, also gerade im Neuen Testament war die Bekehrung und Taufe war eigentlich fast gleichzeitig. Heute ist die Taufe irgendeinmal. Heute ist auch so, du kannst zivil heiraten und irgendwann heiratest mal die Kirche. Das ist heute alles relativ weit auseinander. Und das war dazu, es hat dazu gehört. Es hat dazu gehört, ich mache einen Bund mit diesem Gott im Himmel. Und darum ist eben, finde ich, in unserer Kultur ist die Taufe bei vielen Christen ein bisschen unterbewertet. Das kann man dann auch noch machen. Das hat nichts zu tun mit Heilsgewissheit. Mhm. Heilsgewissheit ist was anderes, lade mir Jesus mein Leben ein, aber einen Bund zu schließen ist eben nochmals, man sage mal, Jesus ins Leben einzuladen ist mein Freund, aber einen Bund zu machen ist eine bewusste Entscheidung. Und für mich ist die Taufe, ich werde auch mal darüber sprechen, hat eben eine größere Bedeutung als einfach so ein Statement. Es ist, man beschließt einen Bund. Krass, ich habe das Gefühl, oft haben die Leute, die zögern zu taufen, weil sie denken, ich muss alles auf die Reihe kriegen, bevor ich mich taufen kann, oder? Ja, aber schau mal, Abraham, der Mann des Glaubens, der nicht zweifelte, zweimal gelogen, das ist nicht meine Frau, überlegt mal zweimal und dann Ungeduld. Also da kommen viele von uns auch gut davon. Und es ist eben immer, Glaube wird eben immer gleich Lebensstil verwechselt. Und Abraham ist von diesem Versprechen Gottes nicht gewichen. Das hat er nicht gemacht, er hat dem Gewicht gegeben. Und man sagt immer, man soll dem Versprechen von Gott dranbleiben. Und das heißt eben Gewicht geben einer Sache. Eine Frage kam rein, das ist ja der Bund, also mehrere Fragen, aber der Bund ist ja, gibt, in der Bibel gibt es verschiedene Bünde. Du hast jetzt sehr viel vom Bund von Abraham mit Gott und Gott mit Abraham gesprochen. Es gibt ja den Bund eben auch von Jesus und den Menschen. Wie unterscheidet sich dieser Bund? Also Jesus sagt, er ist der neue Bund, er hat eigentlich all diese Bünde im Alten Testament erfüllt, nicht aufgelöst. Wir denken immer, Gott hat das Alte Testament aufgelöst. Ganz krass, der Bund mit Noah sagt Gott, ich werde die Erde nie mehr zerstören. Und Gott sagt, solange es die Erde gibt, wird Säen und Ernten wird nie aufhören. Also Säen und Ernten hört nie auf. Das heißt, wenn Jesus in mein Leben kommt, ist, dass ich gebe, investiere, ist wie Säen und Ernten, hat noch nicht aufgehört. Sondern Jesus hat das alles erfüllt, eigentlich als eine Person, und hat einen neuen Bund gemacht, gesagt, wer mir nachfolgt und von mir bezeugt, gehört zu diesem Bund. Aber viele Dinge wie das Gesetz halten, Säen und Ernten, alle Glauben zu haben wie Abraham, die Königsrose zu tragen, hat sich alles nicht aufgelöst, sondern in Jesus erfüllt, dass wir das auch tun können. Du hast auch über Zweifel viel gesprochen und ich liebe es. Es löst etwas in mir aus, wo ich Glauben auslöse, sage, hey, Gott ist treu, er ist dran, eben der Bund. Jetzt gibt es vielleicht Leute online, die sagen, ja, hey, Dan, Leo, ich bin schon seit Jahren am Kämpfen und glauben und sehe es nicht. Und einfach so, ja, du musst die Zweifel verscheuen, das tönt etwas locker. Etwas einfach, was würdest du sagen, wie können wir jetzt praktisch da über lange Zeit einfach eben gegen diese, mit diesem Zweifel umgehen in unserem Leben, die vielleicht schon hartnäckig da sind, also, durch Erlebnisse? Ich bin immer froh, wenn du die Frage stellst, weil ich habe eine krasse Geschichte. Tell me, tell me. Ja, es ist so, wir haben
22 Jahre waren wir eine Kirche, wir haben auf und abgebaut. 22 Jahre haben wir gewartet für ein Gebäude, wo wir für immer drin sein können. Wir haben 22 Jahre, habe ich diese Zweifel verscheucht. Und was ich lernen durfte in diesen 22 Jahren, zu sagen, ich habe meinem Gott im Himmel die Ehre gegeben, kaputt. Und dann das Zweite, die Bibel sagt, die Freude am Gott ist unsere Stärke, nicht die Freude an den Erfüllungen rundherum. Dann ist es wieder mit Umständen verbunden. Logisch habe ich gerne, dass die Umstände gut sind. Ich bin ja ein Mensch. Aber ich habe diesen 22 Jahren wirklich lernen müssen, Jesus genügt. Und die Freude in Gott ist meine Stärke. Und wir haben Gott immer gesagt, Gott hat das Timing in seinen Händen. Und Gott ist halt manchmal ein bisschen, aus meiner Perspektive, ein bisschen langsamer unterwegs. Aber Gott denkt nicht so in diesen Zeitabschnitten, wie wir denken. Du musst überlegen, Gott denkt in der Ewigkeit. Mhm. Wir denken in 80, 100 Jahren. Mhm. Gott denkt, das ist für Gott ja gar kein Thema. Gott denkt in der Ewigkeit. Und wenn wir diese Ewigkeitsperspektive eben nehmen, ist dieses Leben auf dieser Erde wie eine Pilgerreise von Abraham. Wir werden das Ziel gar nicht erreichen auf dieser Erde. Nie, sondern im Himmel. Jetzt hast du aber gesagt, eben, du hast die Zweifel verscheucht. Ja. Ja, also war das eben einfach nur die Freude an Gott zu haben, oder hat das noch andere Dinge hast du gemacht, damit diese Zweifel weggingen? Also, wie man die Zweifel... ganz praktisch! Ja, nein, ganz praktisch. Das eine ist einfach so, wenn ich die Bibel lese, öffnet es mir den Glauben vom Charakter von Jesus. Ja. Was ist möglich? Merke ich schon mal, wow, anderes Level. Wenn ich beginne, Lieder zu singen, ob ich jetzt die Lieder Englisch oder Deutsch, es öffnet meinen Geist, wo ich merke, wow, Gott ist grenzenlos. Okay. Yeah. Yeah. Dann habe ich eine Small Group, wo ich mit Leuten ja unterwegs bin seit Jahren, wo man sich ermutigt. Dann habe ich ja mein Gebetsleben, wo mich ermutigt. Ich gehe vielleicht joggen, aber in all diesen Dingen muss ich mir immer wieder Folgendes von meiner Mutter sagen, Gott ist mein Ursprung und Gott ist mein Ziel. Hm. Und dazwischen ist das Leben Rock'n'Roll. Und diese zwei Dinge helfen mir wieder, Dinge einzuordnen. Man muss Dinge einordnen. Man muss die Gefühle einen Anker setzen. Ja. Also wenn ich meinen Gefühlen nicht einen Anker setze, dann gehen meine Gefühle. Kennst du es ja denn? Das kenne ich, ja. Man muss es einen Anker setzen. Ja. Und der Anker setzen sind ein Statement, ein Slogan, ein Bild, was auch immer du nimmst, um diesen zu setzen. Und diesen Anker muss ich immer wieder setzen, muss ich auch jetzt, by the way, wieder setzen. Ich habe nach einem Jahr Corona, ich habe die Schnauze voll von Corona, nicht über die Gesetze, die ist ja nicht mein Thema. Ich habe Schnauze voll. Versteht ihr? Also ich muss meine Seele in Anker setzen. Ja. Das ist genau das Gleiche. Hey, danke, machst du das. Kennst du das auch, oder? Ja, und ich finde, das ist ein Thema, das extrem wichtig ist. Wir könnten jetzt noch mehr darüber reden, aber die Next Celebration wartet auf uns und eine zweite Predigt mit Leo. Und wenn du jetzt eingeschaltet hast, bleib unbedingt dran, weil in wenigen Minuten starten wir mit der zweiten Celebration. Und wir sind natürlich wieder live nächste Woche. Und ich freue mich riesig. Du bist ja dann am Dienstag, haben wir auch Prayer, am Mittwoch die Masterclass vom College. Ich freue mich riesig, also unbedingt bleib dran. Und jetzt kannst du nur einfach uns segnen. Ich segne euch noch. Also ich denke euch im Namen des Vaters, der allmächtige, allwissende, allgegenwärtige Gott im Himmel. Ich segne euch in dieser Liebe von diesem Sohn von Jesus Christus und auch in der Kraft des Heiligen Geistes. Und das ist mir mega wichtig. Der Heilige Geist ist eine Substanz. Das ist wie ein Rückenwind. Das ist etwas, was das belebt, erfrischt und nach vorne schiebt. Und ich bete für das schiebende Element in dieser Woche, für das erfrischende Element in dieser Woche, dass du merkst, dieser Rückenwind, der schiebt dich einfach nach vorne. Und es hat nichts zu tun mit meinem eigenen Power. Amen. Amen. Bis bald. Ciao, ciao.